Zum YOLO reden. YOLO. Okay. Ja, weil Software ist wichtig, deswegen will ich mit YOLO reden. Wer hat den mal synchronisiert? Du. Weil das eine alte Frau ist. Ah, willkommen daheim. Geht's euch auch gut? Keine Verletzungen? Seelisch? Dank einer gewissen orangehaarigen Dame. Na komm, Oppes, nimm deine Haare aus der Schulter. Clipping. Oh, Snow. Und Vego ist auch dabei. Schön, dass ihr wieder da seid. Und? Habt ihr meine Nachricht bekommen? Angekommen ist sie, aber die Nachricht war unvollständig. Wir haben nichts verstanden, Großvater. Buchstaben, nutze sie. Ach so, seltsam. Egal. Jetzt können wir... Auch? Jetzt können... Ich hab euch gelesen. Ich hab zweimal euch gelesen. Jetzt können wir ja euch miteinander reden. Auch. Ja. Also, was ich eigentlich wollte, war Folgendes. Ich habe hier etwas für dich, Vego. Los, nimm schon. Der hat von dem Problem gesprochen. Ich will es nicht haben. Davon abgesehen? Okay, ich wollte es doch haben. So, jetzt ist es nicht mehr mein Problem. Nimm es und behalte es. Es ist... Ja. So, Vego. Jetzt mach dich mit Snow zusammen raff auf den Weg. Ich habe tatsächlich anstatt mitgelesen. Wo? Ah, jetzt mach dich anstatt. Zerschlage diese schreckliche Organisation, der du angehörst, die den Weltfrieden bedroht. Angehörtest. Angehörtest. Tu ich nicht, ich bin Team Krall. Das ist Team Krypto. Stimmt. Was im Weg bleibt. Get your facts together. Me. Ja. Game so complicated. 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 Ja, genau. Die Komplikate. Muss ich den Dieter mal fragen. So, also Meisterball, okay. War sonst noch irgendwas? Nee, nochmal Lagerturm. Zurück zum Langhaarturm, ja. Langhaarturm, ja, genau. Was? Mit dem Auspuff im Gesicht. Ja. Und der Kupplung zwischen den Knien. Knien. Das... Ja, ne? Deswegen Knie, nicht Beine. Eine lange Kupplung. Ja. Fast so lang wie die Leitung. Oder diese Gänge hier. Übrigens, du liebst die Queens Überreste, oder? Dass du immer wieder in den Raum reinrennst. Irgendwie. Speichern. Lach halt auch mit Ton und mach nicht nur so solche Quietschlaute. Ich kann nicht mit Ton lachen, das geht einfach nicht. Ja, aber dann das bringt mehr rüber. Ich dachte, es sieht aus, als würde ich heulen, und es hört anscheinend auch so an. Leide. Ja nun. Was ja nun? Ja, tu ich doch. Anmerkung. Simon ist Freude leiden. Ja. Boah, müssen dir Geburtstage wehtun. Ach, so schön ist die Geschenke auch wieder nicht. Das ist auch nicht so viel besser. Pling. 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 Eine kleine Vertiefung, ja. Vertiefung. Boah. Kling. Kling. Ach, schau mal, die aufgedruckten Zylinder sind verschwunden. Ja, und die Tür geht genauso auf wie alle anderen wahrscheinlich, weil es dieselbe Animation ist, wollten die viel einfacher als der Rest. Hey, das ist unfair. Moment, ihr beiden. Hier geht's nicht weiter.
Sorry. Aber diese Stimme macht das halt viel zu häufig. Und ich glaube, die passt ziemlich gut. Was kriegen? Ja, sie passt. Moment, ihr beiden. Ich möchte mit euch über Gott sprechen. Ich leide. Recht so. Lass mal über Haie reden. Wie auch immer ich jetzt da drauf komme. Donner hat jetzt auf Maske geregnet. Ja. Flügelschlag auf Ariados. Flügelschlag, okay. Ich hätte jetzt Aquarelle genommen. Gut, Flügelschlag. Sehr effektiv. Ja, das ist so warm. Und dich. Boah. Oh nein. Ja. Diese Behindertenstimme wie eine Bekannte. Eine gute Bekannte, das so schön tauft, deren Namen ich nicht nennen will. Die sich jetzt bestimmt angesprochen fühlt. Krypto-Pokémon, verwenden wir den Meisterball. Ja! Nein. War das gerade Schluck auf am Ende? Nein, das war Lachen immer noch. Das klang am Ende so wie so ein, Lachen oder so ein. Ach ja, du lachst zu selten. Ich weiß. Ich bin also Übung. Ampharos ist ziemlich nutzlos gerade. Ein Feuer-Pokémon wäre jetzt geil. Du hast so viele davon. Ein Durchbruch wäre auch geil. Nee. Nee. Käfer. Das Käferkampf, das Vieh, wenn ich richtig im Kopf habe. Aber ich Durchbruch hat schon nicht wenig. Kampfkäfer, ja gut. Ja, es ist so ein Hirschkäfer, oder? Wie heißt die Teile? Ja. Skarabäus. Skarabäus, eben. Ja. Mistkäfer. Ja. Sure, ne? Ihr könnt es austauschen. Oder du kannst mit Donald Blitz irgendwo reinhauen. Jo, ne, ich tauche besser aus. Hat Scotland eine Flugattacke? Nein. Dann habe ich schon Ariados wegen Gift und so, ja. Jo, okay. Nochmal Flügelschlag. Obwohl er erstaunlich wenig Schaden gemacht hat. Du kannst auch gerne mit Lupfstrahl rangehen. Lupfstrahl, ja gut. Weil ich meine, der Kampf hier ist ja jetzt ziemlich läppisch. Ja, ich meine nur Step und so, ne? Ist ja auch mit auf Lupfstrahl drauf. Ja. Don't you love Pokémon who can stab? Ja. Siehst du? These Pokémon are stabbing each other. What? Also wie mies das wäre, wenn so ein Pokémon-Kampf wirklich in so einem Messer-Gang-Fight enden würde. Ich weiß nicht, welches Areal das meins ist. Das, was... Nicht Mandax angreift, ist schon klar. Matschbombe, bitte. Ich spinne jetzt. Ein bisschen zu stark. Ja, macht Spinnennetz überhaupt Schaden? Kein Plan. Gut, Matschbombe. Ich meine, ich würde Scaraborn wahrscheinlich eh nicht nutzen. Ja, aber man hat nicht so viele Pokémon jetzt hier auf dem hohen Level. Doch, wieder. So hoch, ne? Vor allem. Ich weiß nicht, ob es daran stirbt. Wenn es daran stirbt, tut es mir leid, aber irgendwie bezweifle ich's. Na, dann vertraue ich da mal drauf, deinen Zweifel. Solltest du nie tun. Ich tue es trotzdem. Ja, und genau dieser 14 Schaden wäre das, womit er überlebt hätte. So lieber nicht. Du kannst mit Ampharos reingehen und Donnerwelle machen und den dadurch ein bisschen sicherer zum Einfangen machen. Ja, das wäre eine Idee. Noch ein Grund, warum Ampharos immer gut ist, dabei zu haben. Kommt wahrscheinlich Volltreffer oder so. Nö. Alles gut. Ja, komm, Spinnennetz. Ne, Blutsauger. Eben. Blutsauger macht wenigstens sicher Schaden. So, und Donnerwelle war das, ne? Ja. Oh, Durchbruch.
schön. Tja, Donnerwelle. Useless. Ping. Ping. Jo. Und was ist schon mal gleich nochmal? Ich meine, theoretisch kannst du ja schon anfangen mit Bälle werfen. Ansonsten natürlich. Ja, einfach ist ziemlich stark, das ist nicht gesagt Donnerschock. Aber wenn das Vieh dann noch. Durchbruch ist auch noch so stark, ne? Durchbruch dürfte sogar ziemlich schwach sein im Vergleich. Wenn man bedenkt, kein Stab, eine physische Attacke und Scaraborn ist selber vom Typ Kampf. Probier mal aus. Ja, mach einfach. Viel zu verlieren hast du eh nicht, so geil ist das auch wieder nicht. Ah, wunderbar. Ah ja. Na, trotzdem. Passt. Okay, ich hab befürchtet, dass das Krüppelschlag kommt oder so. Naja. Deswegen habe ich gesagt. Items. Ja, Items. Moment, erstmal hier Spinnennetz und dann Item mit Ampharos. Nur für den Fall, dass es dann noch nicht klappt. Naja. Mach Taktik. Spinnennetz nur langsamer? Bitte? Mach Spinnennetz nur langsamer? Ich hab keine Ahnung. Okay. Okay. Superball, ne? Nee, nimm einfach einen Hyperball kommen, ja. Hab ja genug davon. So. Dann mach mal. Haben wir lange nicht mehr gesehen, da ich so ein Ding ansetze. Ja. Vor allem, wie die Animation wirklich so ein Wegschnappen ist. Oh. Logisch. Weil ich mein Spinnennetz müsste wirklich nur langsam. Jo, kann nicht fliegen. Okay. Ja, das war jetzt eine freie Runde für uns. So, ansonsten habe ich hier nichts weiter, ne? Einfach keine Masse. Einfach ja. Verteidigung senken und alles ist egal. Genau. So, und hier, genau da, nochmal ein Ball. Oh, war keine Masse nicht sogar Initiative? Ich weiß keine Ahnung, was keine Masse war. Und alles diese Müllattacken, die ich normalerweise nicht nutze. Boah, jeder Competitive Player würde mir jetzt einen reinhauen wahrscheinlich. Oder jeder, der jetzt irgendwie. Ich nutze die einfach nicht gern. In Nuzlocke sind die super, wenn man weiß, die einzusetzen, aber ansonsten eigentlich nicht. Ganz ehrlich. Boah. Sieht aber auch scharf aus, die Grimasse. Eine Initiative war's. Na. Nein, Ampharos. Nein. Bauernopfer. Bauernopfer, genau. Lass mal überlegen. Ey, die können alle nur angreifen. Also ist egal. Keife kann Ausdauer einsetzen. Ja, das wäre aber auch nicht toll. Was mir im Weg auch Schaden macht. Nee, Ausdauer macht gar nichts. Geduld meinst du? Ja. Das kann doch nicht so schwer zu fangen sein. Es ist doch verdammt nochmal nahe Null. Und paralysiert. Schau mal, das Vieh ist unglaublich einfach zu fangen. Ist es? Feuerrotblatt Grün, wer das schon mal gespielt hat. Mewtwo, auch unglaublich leicht zu fangen. Wenn ihr ein Pokémon wissen wollt, was unglaublich schwer zu fangen ist. Rubin, Saphir, Rayquaza, bei diesem komischen Himmelsturm am Meer, also am See, im Wasser. Nach der Hauptstory irgendwann, glaube ich, ist das, ja. Es ist eine ganze Weile her, dass ich das hatte, aber ich habe Rubin, Saphir, kann ich sagen, ist wahrscheinlich wirklich mit meiner Lieblingsedition. Okay. Nebenbei. Auch wenn ich schon oft gesagt habe, ich freue mich auf Oras. Also RAS. Ja, Omega Rubin Alpha Saphir. Ah ja. Ich mag den Namen nicht. Egal. Werd mir nebenbei wahrscheinlich sogar Saphir holen. Weil ich theoretisch diese ganze Grundstimmung und diese apokalyptische Stimmung mit diesem Regen. Regen? Ja, im Spiel sah das cooler aus. Ja, weil. Regen?
Was? Also, aber ich verbinde Regen nicht mit apokalyptischer Stimmung eigentlich, ne? Meine also, gute, sinnflutartiger Regen. Auch das nicht. Nicht, wenn er nicht grün oder rot oder feurig ist. Es ist ja nur diese Stimmung gewesen, eigentlich. Team Aqua will die Wassermassen vergrößern. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das nur im Wasserkreislauf mitspielt und die eigentlich nur komplett Hirnschaden haben. Und, das schlägt eben ein bisschen über die Grenzen. Und dann wird eben dieser Regen immer stärker und stärker und droht, die ganze Welt zu versenken. Weil Logik. Okay. Ich liebe diesen einen Comic übrigens, den du mir irgendwann gezeigt hast. Jo, kein Problem. Nämlich. Können wir das später machen? Geh durch. Eben, episch durch die Tür und boah, war das eine schöne Affenkombination. Nochmal. Es hat gelaggt. Ich hab's nicht gesehen. Der Pokéball hat sich gedreht. Okay. Ui, das geht schnell. Turbo-System. Ach ja, ist ja ein Kolosseum. Nochmal eine Mail. Nochmal von Sophos, die zweite Hälfte wahrscheinlich. P-Stern, ja. Mails. Krypto-Pokémon-Liste. Byte ist okay. Byte warst, glaube ich, auch du, oder? Nein, den hast du gesprochen. Wie? Nerdisch. Keine Ahnung. Nerdisch. Ich häng gerade. So. Vego, ich hab's geschafft. Auf der CD-ROM ist eine Liste von Krypto-Pokémon. Aber ich konnte sie bisher nur teilweise wiederherstellen. Ich schicke dir die Daten der 29 Krypto-Pokémon, die ich schon identifizieren konnte. Ciao. Später mehr. Das geht wirklich nur bei einer Seite anscheinend. Ja. So ein bisschen wie die Pager damals. Mhm. Die auch nur irgendwie so. Meine, wo ist die Info jetzt? Welche Info? Ist die 29 Pokémon? Krall-Info wahrscheinlich. Das kann sein. Ah ja, hier. Lobber mir da was, hm? So, du willst doch garantiert schon wieder kämpfen, ne? Doch nicht, okay. Trommelwirbel bitte! Fanfare, Beifall, Hurra! Seit der Eröffnung des Turms bist du genau der 1000. Gast. Yay. Wait, wurde der Turm nicht erst vor wenigen Stunden eröffnet? Das glaube ich irgendwie nicht so ganz, dass ich der 1000. Gast bin, zumal ich noch nie einem Gast begegnet bin auf meinem Weg hierher. Lies einfach weiter. Das gab's doch nicht wirklich. Nö. Schließlich ist heute gerade mein Tag der Eröffnung. Jo. Weichloch. Rockerei. Level 39. Wie putzig. Wie putzig. Der ist doch so. Ja. Nebenbei. Ampharos ist schlecht dran, ja. Mantax rockt einfach Georock komplett kaputt. Ja. Auch dann bis Lanas Drop. Who cares? Doppelschlag Georock eben. Oh. Okay. Georock. So viele Viecher mit Schutzschild in letzter Zeit. Zur Sicherheit. Okay. Nicht sehr effektiv. Ja. Trotzdem über die Hälfte. Reicht. Wie sag ich hier? Na ja. Und Blubstrahl weg. Pff, ich liebe es ja einfach, wie Georock theoretisch problemlos Ampharos viel Schaden machen könnte. Und Blanas problemlos Mantax viel Schaden machen könnte. Und nichts passiert. Jo. Ist halt keine Culpa-KI. Welche KI? Eben. Hallo, Yama.
denn mit den Leuten an? Ampharos. Do your thing. Verstärkt seinen Fokus. Aha. Nochmal ein Tags? Oh nein, doch nicht. Dem müssen sie verdammt hilflos vorkommen. Nee, Moral Heap ist eine Attacke, die macht kaum Schaden, lässt aber quasi einen Gegner so, einen Gegner zurückschrecken. Okay. Am Anfang der Runde. Ah ja. Wieso? So, dann Berührung? Ja, ja. Montags dann. Ja. Fügelschlag natürlich sehr effektiv wieder, aber. Kommt Lobstrahl, ja. Weil, ja. Ja, Stack, ja. Da, so. Hab Stimmproblem in letzter Zeit. Kommt zum Stimmbruch, Junge. Ich komme da wieder raus, eigentlich. Ja, meine ich ja. Ja. Du machst nicht so viel Schaden. Weil das Teil einfach ein Tank ist. Aber es fängt die Initiative, das ist gut. Armstoß. Armstoß, ja. Wie viele Arme hat das Vieh? Stößt mehrfach. Egal, paralysiert. Ja, eben. Machen wir es mit Hariyama fertig, genau. So, ach komm, nicht mehr Flügelschlag. Vielleicht klappt's besser. Muss sagen, die Decke ist schön hoch. Jo, in dem Fall ist es besser. Jo. Ich dir? Plönk. Ach ja, am Posten auch den EP-Teiler. Egal. Was ist denn für eine Attacke? Anzio, Bitterkuss, Fluchtwerk. Flucht. Anlocken. Wie heißt die Attacke, die anlockt? Lockduft? Ja. Genau. Das dürfte Lockduft gewesen sein. Ich habe auch nicht mitgelesen, also. Ja, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Jo. Ja, Ampharos EP ist gut. Reicht. Mehr EP. Aber so ein kleiner Scherz muss ich gleich in die Garage bringen. Boah. Boah. So wenig Geld. Süß. Genau, hack jetzt auch nur auf dem Kerl rum, nachdem du ihn zermöbelt hast. Tja. Gib zu, du warst ein wenig stolz, der tausendste Gast zu sein, oder? Ja, schon irgendwie, ne?